Im Folgenden möchte ich das sogenannte 5C-Modell vorstellen. Das ist eine Kategorisierung für die Geschäftsmöglichkeiten des Internets. Und diese 5Cs, aus dem Englischen hat man natürlich gewählt, damit man sich das auch ganz gut merken kann. Wir sehen in dieser Mindmap, es sind fünf Worte, die mit C anfangen. Deswegen 5C-Modell. Content, Commerce, Kontext, ja, also Content und Kontext, Kontext würde man im Englischen das aussprechen, Connection, Coordination. Also auf Deutsch Inhalt, Handel, Zusammenhänge, Verbindungen und Koordination. Was heißt das im Einzelnen? Beginnen wir mal mit dem ersten. Content. Content bedeutet, dass das Internet genutzt wird, um Inhalte zu verkaufen. Das sind dann oft digital, sogenannte digitale Informationsprodukte, so wie ich das ja auch mache. Ja, man hat also die Inhalte, hier dargestellt durch dieses Buch, digitalisiert in Form von PDFs, Videos, was immer da die Medien sind, oft Videos, und benutzt das Internet als Distribution für digitale Informationsmedien. Und wenn wir zu physischen Produkten gehen, dann sind wir bei Commerce. Das kennen wir alle. Die großen Internethändler oder auch einige kleine Internethändler, spezialisierte Internethändler. Im Moment haben wir ja eine sehr starke Zentralisierung, was das angeht, Amazon, eBay, das ist mit Sicherheit ein großer zweistelliger Prozentsatz des gesamten E-Commerce. Aber es gibt auch Nischenanbieter, einen Online-Shop für Senfsorten zum Beispiel. Das würde man bei den großen Händlern nicht finden, weil es zu speziell ist und der Markt zu klein ist. Das ist Commerce. Ja, also die verschiedensten Produkte, auch hier Flugreisen, wie man sieht, da oben im Bild, ne, also Dienstleistungen, Urlaube, Hotelbuchungen, aber eben auch physische Produkte wie Kleidung, Schuhe und so weiter, kann man im Internet oder über das Internet genau, um genau zu sein, kaufen. Das dritte ist Kontext. Kontext bedeutet Zusammenhang und das sind die Suchmaschinen. Und wir wissen, dass diese Suchmaschinenunternehmen, insbesondere Google, sehr, sehr mächtig geworden sind. Google ist noch gar nicht so alt, weil eben dieses Bedürfnis da war, die ganzen Informationen zu ordnen, zu sortieren, quasi in einen Zusammenhang zu stellen, über einen Suchbegriff zu finden und dann zum Beispiel Werbung zu schalten zu diesem Suchbegriff passend. Also die Möglichkeit einer sehr targetierten, so nennt man das, also zielgruppenbezogenen Werbung. Und denn wer den Suchbegriff eingibt, sagen wir Freizeitschuhe oder sowas, der tut das vielleicht, weil er ein paar Freizeitschuhe kaufen möchte. Und dann kann man das kombinieren mit einer entsprechenden Anzeige. Dann haben wir Connection. Das sind die sogenannten sozialen, also besser übersetzt mit gesellschaftlichen Netzwerke. Das ist LinkedIn, das ist Facebook, das sind diese großen Plattformen, wo Menschen auch sich miteinander vernetzen, sich austauschen, kommunizieren. Und das ist natürlich auch eine Geschäftsmöglichkeit, durchaus auch über Werbeanzeigen, aber nicht nur. Man kann auch selber über eine entsprechende Seite auf Social Media zumindest seine Dienstleistungen anbieten. Und es gibt manchmal Leute, die dann eben auch innerhalb des Netzwerks suchen oder innerhalb des eigenen Netzwerkes suchen. Und das fünfte von diesem 5C-Modell ist
Coordination, also die Koordination, man kann sagen, die länderübergreifende Koordination über bestimmte Software-Applikationen, die zum Beispiel Projektmanagement organisieren. Und so ist es in der Tat technisch möglich, dass in einem Land, wo gerade die Sonne untergeht, die Menschen aufhören zu arbeiten und wenige Minuten später in einem anderen Land, wo die Sonne gerade aufgegangen ist, die Arbeit, der Arbeitstag beginnt, sich andere Menschen, aber des gleichen Unternehmens oder des gleichen Netzwerkes, sich einklinken in diese Software und am Projekt weiterarbeiten. Das ist also Coordination, also die weltweite Koordination von Aktivitäten, wie zum Beispiel von Projekten. Das ist das 5C-Modell. Achten Sie auf den Abspann. Alles Gute, Marius Ebert. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden. Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf Mehr klicken und dann auf den Link.